Hallo zusammen und herzlich willkommen zu RecoPlay. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es nochmal um einen der ganz großen Klassiker der Videospielgeschichte, nämlich um das Spiel Shadow of the Beast. Hier heute jetzt in der Version für das Sega Master System, auch aus dem Jahr 1991, wie die Mega Drive Version auch, die ich euch hier beim letzten Mal schon vorgestellt habe. Das Spiel ist einer der bekanntesten Action-Jump'n'Runs aus der Zeit eigentlich, oder einer der bekannteren auf jeden Fall, der damals auf dem Amiga, auf dem es zuerst erschienen ist, da auf jeden Fall als bahnbrechend gilt, was vor allem die Grafik anging. Und danach sind noch jede Menge weitere Portierungen von dem Spiel gemacht worden, zum Beispiel auf den Atari Lynx, den Atari ST, den C64, den FM Towns Rechner für Super Nintendo, für den ZX Spectrum, für die PC Engine und eben schon mal gezeigt für das Mega Drive. Von dem Spiel gibt es auch ein Remake, das habe ich beim letzten Mal vergessen anzusprechen. Das ist von 2016, war aber nicht so besonders dolle, hat auch mit dem ursprünglichen Spiel eigentlich nichts mehr zu tun. Es haben aber auch an dem Spiel, an diesem Remake, keiner der ursprünglichen Leute mehr mitgearbeitet. Ansonsten gibt es auch noch Nachfolger, Shadow of the Beast 2 und Shadow of the Beast Teil 3. Die letzten beiden, also Teil 2 und 3, sind allerdings, soweit ich weiß, auch nicht mehr für das Master System erschienen. Also auf dem Master System gibt es nur einen Port des bekanntesten, nämlich des ersten Teils hier. Ja, im Vergleich zu der Mega Drive-Version, die wir uns letztes Mal angeschaut haben, sind hier sehr, sehr viele Sachen anders gemacht worden. Zum einen haben wir hier keine richtigen Cutscenes zwischen den einzelnen Leveln, wie wir das schön hatten mit Musik, einer Grafik und einem Text, der da fließt, sondern hier wird einfach nur so eine kleine Texteinblendung gemacht. Die gibt es dafür etwas öfter, auch zum Beispiel, wenn wir zu den Endgegnern kommen. Dann haben wir hier ein paar Animationen von den Endgegnern, wenn wir sie besiegt haben. Das finde ich total cool. Die verschwinden dann so im Hintergrund, werden so eher rot und fallen so ein bisschen in sich zusammen oder werden so verschwinden so in der Dunkelheit dann hinten. Das ist richtig cool gemacht. Dann die schwierigste Neuerung, die hier gemacht wurde bei der Master System Version. Wir springen hier nicht mit einer der Buttons, sondern mit nach oben. Das ist was man eigentlich eher aus dem Heimcomputerbereich kennt mit dem Joystick. Von daher macht es vielleicht auch eher Sinn, das Spiel hier mit dem Control Stick auf dem Master System zu spielen. Denn das ist schon ziemlich schwierig, das präzise Springen und dabei treten. Das ist nicht so ohne mit nach oben. Oder man muss teilweise auch über Abgründe springen. Das heißt, man muss dann schräg nach oben springen und solche Sachen. Ist ein bisschen tricky. Eine andere Sache, die hier geändert wurde, die es ansonsten auch in keiner Version gibt, ist das Inventar, was wir hier haben. Dafür wurde jetzt die zweite Taste, die eigentlich zum Springen da gewesen wäre, verwendet. Das heißt, wir haben zum einen den Vorteil, dass wir Gegenstände, die wir einsammeln, wie zum Beispiel irgendwelche Potions, um unsere Energie wieder aufzufüllen, nicht sofort verwenden, sondern quasi in unserem Inventar aufheben können, bis wir dann mal Energie verloren haben, um das dann erst zu benutzen. Hat aber auch einen riesen Nachteil, der ziemlich gemein programmiert ist, was die Schlüssel zum Beispiel angeht. Wenn wir einen Schlüssel nehmen und stehen jetzt nicht vor der Tür, bei der dieser Schlüssel benutzt werden muss, und gehen ins Inventar und sagen, benutze den Schlüssel, dann schreibt er zwar, es passiert nichts, aber der Schlüssel ist danach verschwunden und ist weg. Und das heißt, man kann das Spiel wieder von vorne anfangen, denn den Schlüssel findet man dann auch nicht mehr. Ja? Also das ist ein bisschen gemein und fies, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man da sich nicht selbst quasi ein Bein stellt. Ja, und die coolste Neuerung, die es hier gibt, oder die coolste Änderung, sagen wir mal so, ist, dass wir hier ein paar Leben zur Verfügung haben. Also nicht wie in der Mega Drive-Version, einmal Energie auf Null, Spiel ist vorbei und wir müssen wieder von vorne anfangen, sondern hier haben wir immerhin ein paar Leben, die wir verwenden können. Genau, die Story hier ist gleich wie in allen anderen Teilen. Das heißt, wir spielen einen Protagonisten, der als Kind von Dämonen entführt wurde, selbst auch quasi als Dämon dann verwandelt und aufgezogen wurde, musste ganz lange den Dämonen, die ihn entführt haben, dienen, und jetzt so im Erwachsenenalter setzt die Erinnerung wieder ein, dass er eigentlich gar nicht dazugehört und ein Mensch ist, und er möchte jetzt Rache nehmen an den Dämonen und möchte jetzt quasi aus dem Schatten dieser Dämonen raustreten und wieder normal werden. Daher auch der Titel hier, Shadow of the Beast. Ja, der Entwickler und der Publisher des Spiels hier, die stehen groß hier vorne auf der Verpackung drauf. Das ist die Firma Techmagic. Die gibt es anscheinend immer noch. Die wurden 1990 gegründet und, wie gesagt, anscheinend gibt es sie bis heute immer noch, wenn auch nur als Ein-Mann-Firma, betrieben von Simon Reynolds. Zumindest ist die Homepage noch erreichbar, hat auch ein Copyright von 2020. Also das scheint relativ aktuell zu sein und die sieht auch relativ modern aus.
aber die scheinen nicht mehr wirklich viel zu machen oder er scheint nicht mehr wirklich viel zu machen. Also die Hauptzeit, in der sie hier entwickelt und gepublished haben und konvertiert haben, war von 1990 bis 1994. Danach ist eigentlich nichts mehr bekannt von denen. Und heute machen die, oder eher, wie gesagt, ich vermute mal, es wird tatsächlich nur noch eine Ein-Mann-Firma, so Beratertätigkeiten im Prinzip für Spieleentwickler und Publisher und helfen denen auch so ein bisschen Social-Media-Sachen und sowas irgendwie zu managen. Aber ein bisschen kurios, dass eine Firma, die anbietet, Firmen zum Beispiel bei Social-Media-Auftritten zu helfen, selbst quasi überhaupt keinen Social-Media-Auftritt hat. Also es gibt zwar eine, ich glaube, Instagram und eine Twitter-Seite, wenn man da drauf geht, ist da aber auch null Beiträge, haben irgendwie nur 3 Follower oder sowas. Also so ein bisschen dubios ist das Ganze schon irgendwie. Ja, andere Sachen, die man von dem oder von denen kennen könnte aus der Zeit damals, ist zum Beispiel Andre Agassi Tennis oder Pink Goes to Hollywood. Oder die haben ein Add-on gemacht für das ganz bekannte Spiel Populous mit dem Titel The Promised Lands. Ja, hier auf der Verpackung vorne steht noch drauf Master Mix 92. Damit konnte ich jetzt überhaupt nichts anfangen und habe auch nichts wirklich recherchieren können dazu. Ich könnte mir höchstens vorstellen, da, wie gesagt, ja jede Menge Spielelemente hier geändert wurden in der Master System Version im Vergleich zu den anderen, dass man darauf hier vielleicht irgendwie hinweisen wollte, dass das jetzt irgendwie nochmal eine ganz besondere andere Version ist, die jetzt hier 92, wahrscheinlich so ein bisschen in die Zukunft blickend für das nächste Jahr, die jetzt hier einfach dann rausgegeben wurde. Ja, wir schauen ganz kurz mal auf die Coverversionen hier von dem Spiel. Wie ihr seht, ist das Spiel außerhalb Europas nur noch in Brasilien erschienen und da von der Firma Tectoy vertrieben, die es ja auch bis heute noch gibt und die auch bis heute noch Master System Sachen machen. Ganz coole Sache auf jeden Fall. Ein ganz anderes Cover als auf der Mega Drive Version, die wir uns beim letzten Mal angeguckt haben. Sieht auch ganz cool aus. Das ist der Protagonist hier mit der Laserkanone, die man später im Spiel auch findet. Das hat auf jeden Fall schon einen relativ hohen Wiedererkennungswert. Ich glaube, hier hinten auf der Verpackung, genau, hier sehen wir schon. Also grafisch ist das auch fürs Master System wirklich ganz großes Kino, muss ich sagen. Hier sehen wir, da ist auch dieser Fluglevel. Da hat er dann auch diesen Blaster in der Hand. Genau. Ja, dann schauen wir mal hier rein. Wir haben eine Anleitung. Ach ja, das hier ist auch ganz witzig. Es gibt hier ein IVA Service Facility Heftchen, IVA Service Facility List, wo, wenn mit dem Spiel irgendwas ist, man hier in einem riesigen Faltblatt sich hier an bestimmte Firmen wenden kann in verschiedenen Ländern. Lustigerweise ist Deutschland hier nicht vertreten, von daher ist das Heftchen relativ uninteressant für uns. Dafür die Anleitung, die schauen wir uns jetzt mal an. Ganz typisch in dem Master System lila im Prinzip. Und wir haben gar nicht viel zu gucken, denn die ist sehr, sehr kurz, die Anleitung. Wir haben hier auf Seite 17 die deutsche Anleitung. Haben wir hier die Vorgeschichte, wie man das Spiel lädt. Die D-Taste, also die Steuerungstaste, was da passiert. Relativ ausführlich, wie gesagt, dadurch, dass auch Springen und die schrägen Sprünge hier verwendet werden, auch mit der Kombination der Taste 1, also der Angriffstaste quasi, dass wir dann treten können im Sprung, was wir auch brauchen. Taste 2 ist dann entsprechend im Spiel für die Menüführung zuständig und haben hier Bildschirmanzeigen, Leben, die Kraftanzeige. Hätten wir alles ein bisschen mit Fotos oder Screenshots irgendwie ein, zwei wenigstens mal noch machen können. Ziel des Spiels ist es, hier nochmal erklärt, im Prinzip durchzukommen. Das ist alles wieder sehr ausführlich hier gemacht, wie man das Cartridge behandelt. Hier nochmal ein Dankeschön. Und das war's auch schon. Hier fängt schon die nächste Anleitung an oder die nächste Erklärung der nächsten Sprache. Also für die zwei Seiten, die es im Prinzip ist, muss ich sagen, wer das Spiel jetzt vielleicht sich anschaffen möchte, die Anleitung braucht man jetzt nicht unbedingt. Also wer da mit dem losen Modul Vorlieb nehmen möchte, der ist da auf jeden Fall nicht verkehrt unterwegs. Ja, das Spiel ist auch kein besonders teurer Titel, ähnlich wie die Mega Drive-Version, die wir uns hier angeschaut haben beim letzten Mal, kriegt man auch dieses Spiel hier so an die 15 Euro schon in einem relativ guten Zustand. Ja. Ich finde, das lohnt sich. Es ist fürs Master System echt ein richtig cooles Spiel, auch wenn es noch mal schwerer ist als die Mega Drive-Version. Aber davon könnt ihr euch jetzt selbst mal ein Bild machen. Viel Spaß mit Shadow of the Beast für das Sega Master System. Thank you.
Tech Magic. Beast. Auch kurios, ne? Dass hier gar nicht Shadow of the Beast steht, sondern einfach nur Beast. Ja, gerade bei dem Bild merke ich irgendwie doch, dass mein gemoddetes Master System 2 mit nur dem Composite-Ausgang nicht so wirklich die beste Qualität ist. Muss ich vielleicht doch auch nochmal einen RGB-Mod von machen dann. Ja, auf jeden Fall sehr cool umgesetzt hier die Musik. Da sehen wir schon eine Demo und wir starten. Es gibt auch hier kein Menü. Thy Fate Awaits. Genau, wie gesagt, wir haben hier, ich finde erstmal grafisch fürs Master System auch richtig, richtig gut umgesetzt. Ne? Wir haben rechts oben unsere drei Herzen, das sind drei Leben quasi, und haben rechts ein Herz mit einer 9, das sind 9 Energiepunkte, die wir haben. Genau, auch das Scrolling hier ist schon alles sehr, sehr cool und sehr nah am Original dran. Ne? Genau, also wir können hier springen jetzt mit der Taste nach oben, wir können hier schräg springen mit den schrägen Sprungtasten ducken, nach wie vor schlagen, unten schlagen, treten, oben. Geht wie gesagt jetzt alles ungewöhnlich mit dem Steuerkreuz nach oben. Auf der Taste 1 haben wir hier die Schlagtaste, auf dem Master System, auf der Taste 2 haben wir jetzt hier, das ist neu, dieses Menü, Select an Object, haben bisher noch nichts eingesammelt, deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal weiter. Und die Version hier ist schon ein gutes Stück schwerer nochmal als die Mega Drive Version. Also auch hier darf man genau nicht vorrushen, damit man die schnell ankommenden Steine, hier hat es trotzdem überhaupt nichts gebracht, rechtzeitig genug sieht, oder auch die fliegenden Viecher hier. Ja. So, hier, da kommt nochmal ein Stein, okay. Den hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. So, die Dinger hier, man kann sie nicht aufsammeln, nein. Das habe ich beim ersten Mal versucht. Nein, über die muss man drüber springen. Kommen 3 Stück hier vorne jetzt. Genau. So. Hier ist unser Home und anders als in der Mega Drive-Version können wir hier noch nicht rein jetzt, sondern wir müssen einen Schlüssel finden. Und der liegt hier ganz hinten. Genau, den haben wir jetzt hier im Inventar. Wie gesagt, gefährliche Falle. Wenn wir ihn jetzt benutzen, versuchen zu benutzen, dann steht zwar, es passiert nichts, aber der Schlüssel ist aufgebraucht und weg. Und dann können wir im Prinzip das Spiel direkt nochmal neu starten, weil dann kommen wir nicht weiter. Ja, so müssen wir jetzt hier an die Tür. Gehen hier auf den Schlüssel und sagen, benutzen the key turns. With much effort the door opens to reveal a rickety wooden ladder leading down into darkness. You start to descend. Genau. Vom Aufbau her ist der Level hier relativ ähnlich der Originalversion, auch der Mega Drive-Version. Ja. Viel gebracht. Aber nicht hundertprozentig identisch. Ja. Aber ich finde wirklich fürs Master System schon sehr, sehr gut eingefangen. Auch die ganze Atmosphäre, die Musik ist wirklich solide umgesetzt. So, hier finden wir jetzt eine Potion. Auch die hätten wir jetzt hier in unserem Inventar. Die brauchen wir gleich. Und zwar, wenn wir... War das hier schon? Ne, ich glaube, eins weiter unten. Jetzt geht's schon langsam ein bisschen knapp.